Herzlich willkommen bei Balcony TV Vienna. Mein Name ist Moa James und ich habe heute die Ehre, Kids and Cats bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, und ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Ihr habt eine Dida? Ja, Dida. Ihr habt eine Songpremiere mitgebracht. Ja, genau. Ein neues Lied, es heißt Japan, das auf unserem neuen Album zu hören ist. Das hören wir uns jetzt gleich mal an, oder? Ja, ja, ja. I just want to destroy, let objects overcome gravity, throw things all over me, scream my ego out, scream my ego out. It's my anger, it is strong, it's a part of me, a protection I so love. It's the heat, it's the heat, it's the heat, and the feeling of control that delights me. Can you fucking see me? Can you fucking see? Can you fucking see me? 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 Me, me. Can you fucking see me? Can you fucking see? Can you fucking see me? 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 Can't you fucking see me? Can't you fucking see me? I'm craving for attention. I'm screaming, jumping, look at me. My narcissistic self needs some attention. I need some conflict. I need it now. My mimics, my gestures, the dress I wear, my voice, my actions, my laughs, my tears. Scream at you, I need you to legitimize my existence, my emotions. I need you. I need you, I need you, I need. Can you fucking see me? Can you fucking see? Can you fucking see me? 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 Me, me, me. Can you fucking see me? Can you fucking see? Can you fucking see me? 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 Can you fucking see? Can you fucking see? Can you fucking see me? Can you fucking see? Can you fucking see me? Can you fucking see me? Me, me, me. Can you fucking see? Can you fucking see? Can you fucking see? Can you fucking see? Can you fucking see me? Can you fucking see me? Vielen Dank. Sehr cooler Song. Heute zum ersten Mal live zu hören gewesen. Genau. Japan. Shan, du als Leadsängerin, was hat dich dann zu diesem Song inspiriert? Krisen, persönliche Krisen, wenn ich mich über Menschen aufrege. Und das ist immer eine gute Inspirationsquelle. Also Emotionen, Wut und so. Genau. Und die möchtest du dann auch gesehen wissen und wahrgenommen wissen. Ja, das Kind in mir. Yeah. Ja. Und dieser Song ist auch auf eurem aktuellen Album oben. 11 Tracks heißt das Album. Genau. Erzähl mal kurz, wie das zu diesem Titel gekommen ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Album so zu nennen? Ja, also wir haben eine Weltreise gemacht. Und das sind jetzt die unterschiedlichen Orte, wo wir waren. Zum Beispiel am Anfang waren wir in Israel, dann Frankreich und Deutschland und dann eben ging es weiter. China, Japan, Korea noch nicht, aber Taiwan, genau. Und diese Länder sind eben hinten zu sehen und die Lieder sind nach den jeweiligen Ländern und Orten benannt, wo wir waren. Das erzählt einfach eine ganze Geschichte von dieser Weltreise und von den unterschiedlichen Kooperationen, die wir da gemacht haben. Weil das war das Ziel, einfach ein Album mit unterschiedlichen Kooperationspartnerinnen zu machen. Das heißt, ihr habt es dann vor Ort, jeweils in einem Land, mit so einem portablen Studio genau. Zum Teil recorded. Ja, genau. Ja, also, genau.
ihr macht Elektropop, aber ihr dehnt das Genre schon irgendwie ja. in alle möglichen Richtungen. Ja. Was ist euch besonders wichtig an eurer Musik? Also wie soll sie sein, dass sie ideal ist für euch? Ja, wir versuchen einfach den Pop-Kontext sozusagen als Grundlage zu nehmen und da einfach schon Experimente reinzubauen in sozusagen die klassischen Pop-Strukturen. Sehr cool, und das werden wir auch sehen bei dem aktuellen kommenden Video von Japan. Das genau, auch im Sommer geben. Sozusagen, yeah. Ende des Sommers soll es ein Video zu dem Lied, was wir gerade gespielt haben, geben. Und da geht es ja auch auf Tournee, richtig? Genau, also wir gehen dann nach, also jetzt geht es mal nach Russland und danach geht es nach Japan und Korea eben. Und da geht es aufs Donaukanal treiben. Ja. Das Donaukanaltreiben ist am Sonntag, den 3. Juni, um 17.30 Uhr spielen wir. Perfekt, perfekt. Genau. Und online gibt es das Album zu erwerben, wo? Ja, Bandcamp. Bandcamp ist super. Sonst Spotify, wenn man es hat. Und dann online findet man euch unter? Unter Kids and Cats. .com eigentlich, da ist alles. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind ein bisschen überall und genau. Schön, und jetzt komme ich gerade drauf. Bitte stell mir kurz mal die Band vor. Also das ist der Max. Ja. Das ist der Martin. Und die Judith. Ja, also wundervoll, euch hier zu haben. Vielen Dank ja, fürs danke Kommen. Schön. Dankeschön. Das war's von Balcony TV Vienna. Tuned wieder rein, nächste Woche wieder.